Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Wie foliert man? So, war eine geile Einleitung, oder? Das war so mega. So richtig künstlich. So, wie foliert man heute ein Bauteil, was wir auch anders nochmal folieren werden? Also bei einem anderen Fahrzeug nochmal. Und zwar geht es hier um den Diffusor. Viele wissen es, man hat es ja lesen können, bevor man auf das Video klickt. So, wir folieren bei diesem Stück, bei diesem Diffusor, jetzt nicht den ganzen Diffusor, das hier wäre nicht möglich, aber wir folieren diese obere Linie und ausnahmsweise mal nicht in schwarz, Entschuldigung, in deiner Sprache, ausnahmsweise mal nicht in schwarz, sondern in einem Rotton. Vorgereinigt ist es, ich muss das Ganze jetzt nur noch mal entfetten und dann geht es folgendermaßen zu. Also hier oben gehen wir praktisch bis nach ganz hinten rein. Hier unten geht es auch so ein bisschen rein. Da werden wir hier ungefähr so einen halben bis einen Zentimeter hier innen einen Abschluss finden und das Gesamte so folieren. Den unteren Teil lassen wir aus. Der wird nicht foliert, ist einfach nur so, weil es einmal nur um diese obere Linie geht. Entfettet und gereinigt ist das Ganze. Folgendermaßen gehen wir vor. So, wir haben jetzt eine etwas längere Linie und müssen es ja hier rumziehen. So, das ist mit so einem Folienstück überhaupt kein Problem. Fangen wir ganz grob an einer Seite an. So, wir legen das Ganze erstmal so ganz grob drauf. Ich habe jetzt hier bewusst ein größeres Stück Folie übrig gelassen, weil wir das Ganze herumziehen müssen. Sind wir wieder nach einer kleinen Unterbrechung? Genau, aufgrund von einem Lieferverkehr hier, mitten durch unsere Halle, kann man das ja so nennen. Auf jeden Fall wird diese Seite jetzt nochmal erhitzt, wenn wir es rumziehen. So, dann, damit flexibilieren wir die Folie und dann kann man das Ganze so leicht rumziehen. So, guck mal, jetzt kannst du hier kurz sehen, das können wir ja mal zeigen. Durch das Rumziehen legt sich die Folie ja so in beide Kanten, weil ich ja die Folie so leicht gestretched habe. Ich nenne das jetzt mal so. So, dann kann ich das Ganze hier nochmal randrücken. Hier ist sowieso die Linie, wo der Schnitt ist nachher, also genau hier, wo ich mit meinem Daumen lang fahre. Und hier oben muss ich es gleich reinarbeiten, komplett. Das sieht dann so aus. Ich löse die Folie und drücke sie komplett mit dem Rakel. So, hier wird das Ganze gelöst und dann drücken wir das Ganze bis hinten in die Kante mit dem Rakel rein. Was dann in Kurzfassung so ist. War die erste Frage, die ich hätte, ist, da hat jemand in die Kommentare geschrieben, ob Teile auch abmontiert werden können und zugesendet werden können, dass ihr die foliert und dann wieder zurück. Genau, das war eine sehr interessante Frage. Es hat jetzt nichts mit dem Wie foliert man Video zu tun, aber ist ja trotzdem eine allgemeine Frage und deswegen können wir die ja beantworten. Wir haben auch sowas schon öfters mal erwähnt in den Videos. Natürlich, man kann uns beispielsweise, was häufig vorkommt, so Motorradbauteile oder Interieurbauteile vom Fahrzeug. Kann man uns zuschicken und mit vorheriger Absprache können wir das Ganze natürlich dann folieren und zurückschicken. Machen wir gerne. Kein Auto bitte zusenden. Doch, wir wollen nehmen. Ist ja im Endeffekt, schicken die uns das per Spedition oder so, Transporter. So, bevor wir jetzt die zweite Frage beantworten, will ich einmal zeigen. So, oberhalb ist alles angelegt. Das heißt, wir können hier oben an der Kante komplett schneiden. Das mache ich jetzt als erstes und dann machen wir den unteren Bereich. Kann es jetzt auch so machen, dass man erst beide Kanten umlegt und alles und dann am Ende schneidet. Ich mache es jetzt so, dass wir oben einmal fertig machen und dann die untere Linie. So, ich fange jetzt einfach mal hier hinten an. Also, ich schneide hier hinten im tiefsten Punkt. Vorsichtig. Entlang. Ziehen wir natürlich das überschüssige Material ab. Tiefster Punkt heißt jetzt in dem Fall nicht irgendwie oben oder unten schneiden, einfach. Ich habe es ja so reingedrückt, dass ich es bis zum Anschlag hinten. Irgendwo hat das Ding ja auch eine Kante am Ende. Bis dahin habe ich es reingedrückt und genau da dran an der Linie habe ich es geschnitten, sodass wir eine saubere Linie haben und
nicht irgendwie fransig oder wellig oder sonst was. Das kann halt passieren, wenn man zum Beispiel das nicht richtig reinlegt. Ja, dann kann man beim Schneiden, wenn man jetzt zum Beispiel in der Luft schneidet. In der Luft schneiden heißt, wenn die Folie jetzt nicht anliegt und die hat so eine kleine, ich zeig das jetzt mal, die liegt jetzt hier nicht komplett an, sondern so ein bisschen Luft hier zwischen. Dann wird es mit dem Messer, wenn man schneidet, selbst wenn man gerade schneidet, ist hier sowas wie eine Welle drin oder ein Bauch oder so. Das alles wollen wir ja vermeiden. Wäre jetzt nicht ganz so tragisch, weil man es dann immer noch nachschneiden kann. Ich hätte dann noch eine Frage. Wie ist das eigentlich mit dem Thema Sprühfolie? Sprühfolie. Gerade wegen Logos und Emblemen, ja, und genau, so. Genau, die Frage habe ich ja auch gelesen. Also Sprühfolie generell verwenden wir nicht. Das hat folgenden Aspekt. Es ist halt im Gegensatz zu einer normalen Folie, ist es von der Qualität her deutlich, deutlich minderwertiger. Eine Sprühfolie ist jetzt, ich will die nicht ganz so schlecht reden. Ja, für gewisse Zwecken kann man die echt gut verwenden. Wir machen es nicht, weil es hat halt so eine für uns ist es mal wieder so, wir müssen ja auf etwas Garantie oder Gewährleistung geben können. Und wenn ich diese Gewährleistung von einem Hersteller nicht bekomme, kann ich die ja auch nicht weitergeben. So, plus, ich bin ja so gerne so ein Typ, ich teste Sachen an, bevor ich die überhaupt rausgebe. So, das ist zum Beispiel auch der Grund, warum wir zum Beispiel keine China-Produkte oder China-Folien verkaufen. Weil einfach da das Material nicht gut genug ist und weil der Support, also der Kundenservice, absolut nicht das ist, wie, ich sag jetzt mal, die europäischen oder amerikanischen Hersteller sind. So, kurz und knapp gesagt, Plastidip für gewisse Zwecke ja, für unsere Zwecke im Folierbereich definitiv nein. Ich verstehe den Aspekt, weil man dann so ein VW-Logo, was wir letzte Woche gezeigt haben, an den Stellen oder an den Kanten, die wir nicht hinbekommen haben mit der Folie, würde die Sprühfolie ja hinkommen. Ist für mich aber trotzdem kein Grund zu sagen, okay, ich verzichte jetzt auf Qualität. Weil es gibt halt zwei Möglichkeiten. Entweder hat man so etwas, man kauft sich ein schwarzes Emblem, was komplett schwarz ist, oft im Nachbau erhältlich, oder man lässt es sich halt so wie bei uns letzte Woche folieren. So, da möchte ich noch mal was sagen, ich unterbreche zwar hier andauernd, aber letzte Woche hat einer unter einem Kommentar von einem Kommentar einesjenigen kommentiert und hat einen Aspekt genannt, den möchte ich sehr, sehr groß erläutern. Und zwar hat dort einer gesagt, ja, das mit der Folierung ist scheiße, so ganz kurz und knapp, ohne mich da jetzt aus dem Fenster zu sehen, hat es ein bisschen schlecht geredet, was völlig okay ist. Es ist Ansichtssache und es ist auch vielleicht die Erfahrung, die einer nicht hat. So, und hat dann gesagt, lackieren lassen. Da ging es, glaube ich, die Frage war um Audi-Embleme oder um irgendwas an der Front. So, jetzt folgendes, da ich ja gelernter Lackierer bin und auch in der Hinsicht viele Kenntnisse habe. Wenn man Chrom-Anbauteile, gerade im vorderen Bereich, lackiert. Genau, wenn es gut aussehen soll, lackieren oder einen anderen kaufen. Einen anderen kaufen bin ich voll dabei. Das passt. Mit dem Lackieren, wie gesagt, komme ich jetzt drauf zu sprechen. Bei dem Lackieren ist das folgendermaßen, gerade im vorderen Bereich, wo Steinschläge auf Bauteile, auf Chromteile passieren können. Es gibt keine Chromoberfläche, die man so lackiert bekommt, dass der Lack nicht abplatzt. Es gibt da so ganz, ganz aufwendige Tricks, wie man es hinbekommt, wo ich sagen muss, nur wenige Lackierer kennen diesen Trick und nur wenige Lackierer wenden diese Technik an aufgrund von Kosten. Ja, aufgrund von höheren Kosten. Keiner will diese Kosten auch übernehmen. Aber okay, trotzdem weiter kommentieren, weil das sind ja auch Sachen, auch negative Sachen müssen ja beantwortet werden, damit die Leute vielleicht verstehen, warum wir sagen, eine Folie ist besser in dem Fall als Lack. Ja, ein Lack ist nie zu ersetzen. Deswegen ist ein Lack eigentlich immer was Besseres. Aber in gewissen Sachen definitiv nicht. Haltbarkeit zum Beispiel. Haltbarkeit, klar. So ein Lack hält eigentlich ewig. Ziemlich ewig, aber eine Folie nicht. Jetzt rede ich die Folie gerade schlecht, aber es geht ja um Bauteile, die du nicht... Bestes Beispiel, VW-Emblem. So, du kannst ein VW-Emblem lackieren, es blättert aber ab. Definitiv, es wird nicht halten. Foliert man, es hält es. Ja. Nicht ewig, aber es hält lange. Ja. So, kommen wir zurück zum Diffusor. Also, die obere Linie ist komplett reingearbeitet und reingelegt. Ja. Also was viele Leute ja sagen, ich glaube, wir sollten dieses Gespräch mal endlich beenden. Folie, Fahrzeugschein eintragen lassen und ist Chrom legal? Dieses Ganze mit, ja, wenn ich mein Auto folieren lasse, muss ich das irgendwie mit einer ABE oder sonst was abnehmen? Ich glaube, das erwähne ich jetzt schon zum, jetzt seit 3 Jahren oder 4 Jahren, ich glaube schon zum 50. Mal. Ja. Also, man muss natürlich einen Farbwechsel mit der Folie nicht in einem Fahrzeugschein oder so eintragen. Man muss auch keine Abnahme von einem gewissen Prüfer abnehmen lassen. Das ist Punkt Nummer 1. Das heißt, du hast ein schwarzes Fahrzeug, möchtest gerne weiß haben, machst weiß, fährst du los, passiert nichts. Es gibt Länder, wo dies eingetragen werden muss. Ich weiß zum Beispiel, dass die Türkei so ein Land ist, wo die Farbe in einem Fahrzeugschein eingetragen oder umgetragen werden muss.
Es gibt auch in Europa ein Land, was diese Anforderung hält. Zum Chrom kommen wir mal. Also ich kenne Leute, die fahren heute noch mit einer Chromfolie rum. Es ist mittlerweile in Deutschland nicht mehr so gewollt, sagen wir es mal so. Es gibt zwar keine Verordnung, immer noch. Es gibt immer noch keine Verordnung, das habe ich schon vor 5 Jahren gesagt. So, und vor 3,5 Jahren haben wir sogar noch den Ecopeso foliert. Mhm. So, und auch da haben wir erwähnt, dass es keine Verordnung oder kein Gesetz gibt, was aber meiner Meinung nach nicht die Chromfolie anspricht. Aber es wird halt so widerlegt. Ganz kurz und knapp, es gibt natürlich Orte in Deutschland, die sind vielleicht nicht ganz so extrem wie hier in Dortmund, was die Tuning- oder Autoszene angeht. Deswegen empfehle ich im Raum Dortmund möglichst vermeiden hier. Ansonsten sollte man sich natürlich mit den Konsequenzen bereithalten. Denn es gibt ja Fälle, auch ein Fall, wo wir es hatten, mit einem Fahrzeug, was wir foliert hatten damals. Es ging 2-mal vor Gericht etc. pp. Im Endeffekt war es die schlauere und die bessere Variante, die Folie einfach runterzuziehen und so zu lassen. Ich würde sagen, Fragen machen wir nächste Woche wieder. Es waren jetzt 3 oder 4 Fragen, die wir beantwortet haben. Also jetzt erstmal hier zu dieser Linie. Oben haben wir komplett in der tiefsten Sicke geschnitten. Auch hier haben wir eine vernünftige Linie. Also, filmst du das? Kannst du das hier zeigen? Mhm. Immer hier an diesem Gitter, sage ich mal, hier eine vernünftige Linie. Das geht hier weiter und hier geschnitten. Dann haben wir das Ganze hier auch innerhalb von einer Linie geschnitten. Das Ganze mache ich jetzt auf der anderen Seite. Können wir nochmal ganz gut gucken. Und dann gibt es schon den kleinen Porn dazu. Machen wir mal am Ende so einen ganz kleinen Darstellungsporn. Ja, das war es dann erstmal diese Woche wieder damit. Wieder fleißig kommentieren. Am besten noch mehr kommentieren, was für Bauteile ihr sehen wollt. Es kommen natürlich Sachen wie Stoßstange oder auch kompliziertere Sachen. Kommt alles. Ich möchte nur, dass wir erst so ein paar Grundkenntnisse mitnehmen. So, deswegen diese einfachen Sachen. Wie zum Beispiel Türgriffe und solche Sachen, wobei das jetzt nicht sehr einfach ist. Aber damit man einfach gewissermaßen Sachen versteht und dann gehen wir erst an eine Stoßstange. Weil eine Stoßstange ist schon von der Arbeit her deutlich aufwendiger und deutlich intensiver. A von der Beschreibung, B von der Mache, also von der Handhabung, wie man die Folie hält, wie man die Folie rumzieht, wie man sie reinlegt und. Es wird auch ein langes Video mit der Stoßstange, kann ich so schon mal sagen. Ja. Ansonsten danke schön fürs Zuschauen. Das war mal wieder eine Ausgabe von Wie foliert man? Jetzt geht's weiter mit der Pornomucke und dem Porn. Deswegen weiter.